Hallo und willkommen zurück zu Observer. Ich weiß, wir haben woanders aufgehört, aber ich weiß auch gerade nicht, wo wir sind. Bin aber gerade hier lang gelaufen. Da sind Leute. Und hier wäre der Hausmeister gewesen. Und, ja, das habe ich total übersehen das letzte Mal. Also ich werde natürlich das rausschneiden, was wir schon gesehen haben. Aber das haben wir halt noch nicht gesehen. Die Mauer steht aufrecht. Unsere mutigen Jungs und Mädels verteidigen uns weiterhin gegen die östlichen Horden. Ein Schuss verklingt im Dunkel. Michal, der junge Soldat neben mir, dreht sich sofort in Richtung Wand. Sein intensiver Blick lässt mich erschauern. Ohne zu überlegen, rennt er auf die Mauer zu. Ein imposanter Koloss aus Beton und Stahl. Mit seiner modernen Bein Augmentation, ein Geschenk an unsere Truppen von der F&E-Abteilung in Chiron, erklimmt er es mit einem Sprung. Der Kundschafter zielt in den tiefschwarze Finsternis. Seine kybernetischen Augen suchen den Horizont nach feindlichen Bewegungen ab. Sein Kamerad halten ernst und entschlossen die Luft an und warten auf seinen Angriff von einem der vielen Rollkommandos, die sich hier rumtreiben. Warten auf seine Meldung. Was wird es diesmal sein? Ein einzelner Plünderer oder ein umfassender Angriff von einem der vielen Rollkommandos, der sich hier herumtreibt? Als er endlich spricht, zitterte ich durch die Intensität. Alles still. Alles still an der Ostfront. Zumindest erst einmal. Das Bewachen der Mauer kann eine beängstigende Aufgabe sein, gesteht Michal am nächsten Morgen. Aber es ist auch ein Privileg. Die anderen Soldaten der Kantine nicken zustimmend. Michal stellt mich seinen Staffelkameraden vor. Für einige von ihnen ist es bereits die zweite oder dritte Tour. Nach einigen festen Handanschlägen berichteten die Soldaten von ihrem Dienst, jede Geschichte atemberaubender als die vorherige. Auf meine Frage, was sie zu solchen Heldentaten bewegt, senkt Michal seinen Kopf und antwortet leicht verlegen: Ich denke nicht, dass ich hier irgendwer als Held bezeichnen würde. Ich zumindest nicht. Wir sind alle Teil eines größeren Ganzen, etwas, das mit dem ersten großen Kampf unserer Väter begonnen hat. Ah ja, der erste große Kampf. Was für ein schlichter Name für den größten Konflikt unserer Zeit, den wir als die große Dezimierung bezeichnen. Der Name soll nicht verharmlosen, sondern vereinfachen. Ein verzweifelter Versuch, dieser beispiellosen Tragödie einen Sinn zu geben, während der viele der tapfersten unserer Nation ihr Leben gaben, um unsere Lebensweise und unsere Existenz gegen die barbarischen Horden des Ostens zu verteidigen. Und aus diesem Kessel des Konflikts, dieser Feuertaufe, sind wir siegreich hervorgegangen. Und während die alte Welt in Flammen stand, bauten wir aus ihrer Asche unsere Republik auf. An alle Helden, die ihr Leben und ihre Gesundheit in der großen Dezimierung gelassen haben, wir grüßen euch. Der Einsatz der Soldaten ist unleugbar, aber ihr Dienst wird durch den Beitrag des Verteidigungsvorstands und der besten Wissenschaftler von Chiron erleichtert. Michael stimmt zu. Ohne die Unternehmensführung hätten einige von uns es nicht lange geschafft, diese Babys zum Beispiel. Ja, diese Babys zum Beispiel. Er tätschelt liebevoll seine glänzenden Beinprothesen. Ohne sie würde ich als Krüppel in einem Hospiz verkümmern und könnte nicht meinen Mitbürgern dienen. Dank Chiron kann ich meine Aufgabe in unserer großartigen Gesellschaft erfüllen. Ein echter Patriot. Und vergessen wir nicht, dass Chiron sich um unsere mutigen Männer und Frauen nicht nur im Kampf sorgt. Unsere dauerhafte Initiative zur Rehabilitation von Veteranen stellt die Reintegration von Soldaten, die nicht länger dienen können, in der Gesellschaft sicher, um ihnen ein erfülltes Leben zu bieten, wenn ihre ruhmreichen Tage vorbei sind. Erdgeschoss. Ah. 7. Erster Of Stock. course. Two agents. Helena Novak, Apartment 104, and Hannah Nader, Apartment 106. Both on the same floor. 104, 106. Der Rest ist uninteressant. Speicher. Okay. Ne, war da noch was? Moment kurz. Ach ja. Diese verdammten Spinnen schon wieder. Okay.
geschafft. Die verdammten Spinnen schon wieder. Wo bin ich? Da. Ja, aber jetzt? Muss ich sie da hinlocken, oder was? Ah, ich hätte hier einmal im Kreis gehen sollen. Moment kurz. Hallo. Aha. Und dann machen wir noch Level 3. Oh je. Oh Mist. Ich hätte ihn nicht umbringen sollen. Komme ich an die Prinzessin dran? Meine Nase juckt gerade echt extrem. Ach nein, Mist, Mist, Mist. Komme ich nicht an die... Obwohl, warte. Nur schneller sein als die. Ja! Yeah. Gut. Hier kann ich nicht machen. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Warte mal. Teammates. Genug ist genug. Also schön. Das geht jetzt lang genug so. Veteran hin oder her. Das ist mir jetzt egal. Noch eine Nachricht und ich finde dich und prügele dir den Mist aus dem Schädel. Meine Mutter hält den Mist nicht mehr länger aus. Sie ist es leid, dir immer und immer wieder zu erklären, dass ihr Ehemann, mein Vater, vor 18 Jahren gestorben ist. Sie ist drüber weg. Wir alle sind drüber weg. Niemand will in der Vergangenheit leben, eine Tragödie wieder und wieder durchleben. Also zum letzten Mal, Mike Jaworski ist tot. Seit langem. Krieg das endlich in deinen verdammten Schädel rein. Egal wie, aber merk es dir einfach. Auch wenn du deshalb vergisst, kacken zu gehen. Denn die nächste Nachricht, die du ihr schickst, wird dir einen gebrochenen Kiefer einbringen. Das ist deine letzte Warnung. Anfrageablehnung. Sehr geehrter Herr Jokowski, auch wenn wir Ihren beispielhaften Dienst und die Opfer zu schätzen wissen, die Sie Ihrem Land erbracht haben, schreibt die VRI-Richtlinie eine strikte proaktive Hilfe zur Reintegration unserer mutigen Veteranen in der Gesellschaft vor. Regelmäßige Unterstützung erfordert eine dauerhafte Anstellung der Klasse B, die unseren Vertretern jährlich zur Überprüfung vorgelegt wird. Ihre derzeitige Anstellung als Hausmeister erfüllt diese Voraussetzung nicht. Unter diesen Umständen weisen wir Ihren Antrag zurück und beenden damit Ihre Teilnahme an diesem Programm mit sofortiger Wirkung. Der Rentenfonds der Veteranen übernimmt ab sofort keine weiteren Wartungen Ihrer kybernetischen Prothesen. Wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Die Initiative zur Rehabilitation von Veteranen. Was ist das für ein Wort? Ich kann es einfach nicht aussprechen. Das ist eine automatische Nachricht. Bitte nicht antworten. Na, kennt man ja. So, sonst war hier nichts, ne? Alter! You again. Not a good idea to sneak up on me, you know. Need to get out. I had to check the tenant register. Authorized personnel only. Well, I was in a hurry, and the door was open. Authorized personnel only. Police business. I know what I'm doing. I know what you are. Ich habe Angst vor dem. Back during war, took one alive. Sent for one. No few. To get into his head.
If you're worried I'm gonna snap, don't be. They don't even let us carry guns anymore. Not worried. Past worry. Past most things. You fought in the big one. Is that why you got all this junk in you? Plasma sweep. Hit our convoy. Burrowed through armor. Sorry, I didn't mean to bring back memories. Yes. Memories. What can you tell me about the tenant in apartment 7? Tenant? Yeah, tenant. How long has he been living there? Ja, aber er ist nicht so eine große Hilfe. Maybe longer. Not good with time. You ever talked to him? Didn't get out much. None of them do. All right, Tin Man. Let me know if it comes back to you. Something triggered the lockdown. Trying to get it open. Rudy and I. You think it might be the nanophage? You had any recent outbreaks? No. Last one. Long time ago. Down by the river. Old the implants. Bad the implants. I take it Rudy's the robot? Multifunction service and maintenance. Drone. Don't lose it. What? Wanders off. Sometimes. Need to track manually. Can we lift the lockdown from the inside somehow? Or get a message out? No. Keep people in. Isolate, accommodate, alleviate. Yeah, we all know how that last one used to work. All right. I'm heading out. Can you give me full access to the building? Systems. Unstable. Unlocked. What I could. Thanks. You better stay here. There might be some very nasty people out there. Nasty? Bad. Look, just stay safe. You know what? I never got your name. I'm Dan. Name? Janus. Like a Roman god. You know. Sorry I gave you a hard time earlier. Good to meet you. Janus. Okay. Refilled. Ja, aber es ist egal, ob wir jetzt hier irgendwo reinschauen. Er war doch relativ hilfreich. Synchrosine collected. So. Dann. Versuchen wir mal wieder in den Raum zu kommen, wo wir waren. Ja, mit Rudy sprechen. Nee. So, ja, wir waren hier. Door unlocked. Hier waren wir. Ah. Ah, okay. Hier die Sachen. Lage ist noch da, das haben wir schon gelesen. Oh, das haben wir noch gar nicht gelesen. Benachrichtigung über nicht zugestellte Post. Die nachfolgende Nachricht konnte an ein oder mehrere Empfänger nicht zugestellt werden.
Meine liebe Annie, wenn du diese Zeilen liest, werde ich nicht länger unter den Lebenden weilen. Die Einzelheiten sind nicht wichtig, aber du sollst wissen, dass ich aus freien Stücken gegangen bin. Ich möchte kein ordentliches Begräbnis. Du bist mir weiß Gott keins schuldig und wenn die Reiniger fertig sind, ist vermutlich eh nicht viel zu beerdigen übrig. Du sollst nur wissen, dass ich dich trotz all meiner Fehler immer geliebt habe, genau wie deine Mutter, als sie der Krankheit erlag, ist ein Teil von mir gestorben. Zuneigung zu zeigen wurde unmöglich, eine Erinnerung an das, was ich verloren hatte. Das rechtfertigt nicht, wie ich dich behandelt habe, aber es ist die Wahrheit. Ich freue mich, dass du es aus der Hölle geschafft hast und jemanden gefunden hast, der deine Liebe verdient. Ich wünsche euch beiden alles Gute. Liebe Papa. Oh, das ist traurig. Ja, warte. Nee, haben wir alles schon. Okay, dann gucken wir uns mal hier um. Auf diesen Raum war ich schon sehr gespannt. Das letzte Mal war ich so müde. Jetzt bin ich gerade richtig... Ich würde gerne die Tür aufmachen. Fuck. Move your implant. Remove your implant. Mama gonna be alright. Oh. 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 Aber rein kann ich hier nicht. Ich kann da nicht rein. Blutgruppe B minus, kein Lebenszeichen entdeckt. Okay. Na gut. Das ist wahrscheinlich Papa, würde ich sagen. Aber mehr gibt es hier auch nicht zu finden. Und dann gehen wir hier weiter. Ich habe die nächste Tür aufgemacht. Weiß. Inwieweit das... Keller sind die Speicherungen, ne? Durchsuche Wohnung 106, durchsuche Wohnung 104. Okay, Moment, was steht denn da? Ich habe auch gemerkt, dass ich im Schnitt, dass ich die Nachrichten gar nicht vorgelesen habe. Das war richtig schlechtes Let's Play. Aber ich mache es jetzt wieder besser. Es gibt zwei weibliche Mieter mit den Initialen HN. Eine von ihnen, Hannah Nader, lebt in 106. Und eine, Helena Novak, lebt in 104. Jetzt aber erstmal runter. Wir lieben Keller. Horrorspiele, Keller, geil. Musik her. Okay, vielleicht sollten wir doch lieber nach oben gehen, bevor ich jetzt hier... I don't know. Was denn jetzt?
Oh, hier. Ach so. Da unten echt sonst nichts? Moment. Mal hier rein. Das ruckelt ein bisschen. Geht auch nicht. Na gut, dann gehen wir noch einen höher. 101, 104. 105 bis 114. Warte mal, 106 war das erste, was wir durchsuchen müssen, ne? Dann gehen wir mal erstmal die 106. Nochmal in den Tattoo-Shop. Machen wir danach. 5. KPD? Anyone in there? Can you repeat that? The cop's button. What do you want? You noticed anything suspicious recently? Anything out of the ordinary? What? I don't I didn't quite catch that. Fine. You've been very helpful. Good night. Good night. 406. Miss Nader? I'm with the KPD. Mind if I ask you a few questions? Mrs. Excuse me? Mrs. Nader. All right. Das ein Auge. Mrs. Nader. What do you want? Ma'am, is everything all right in there? Are you in some kind of danger? You tell me, officer. I heard the alarms go off. Are the cleaners on their way? Are any of us safe? The lockdown seems to be a malfunction. I don't think we're looking at an outbreak here. Well, I'm sure the other tenants will be glad to hear that. But not you? No, officer. Not me. Huh? Have you made any calls in the last hour? No, I have not. Could you check your compass for connections? Somebody may have used it as a proxy. I don't have a compass. No compass? I thought pretty much everyone had one at this point. Well, you thought wrong. I don't have any implants of any kind. If you don't mind my asking, do you live alone? Yes, I do mind, and yes, I live alone. No spouse or daughter? Didn't you hear me? I said it was just me. Then why did you insist on being called Mrs.? I'm a widow. My wife died many years ago, in the plague. Sorry to hear that. Is that why you don't have any implants? Yes. Want to see the scar tissue on my face and neck? It's quite an embroidery. The little monsters really outdid themselves. Or do I have to show you what's left of my arm? Would that satisfy your curiosity? Mrs. Nader, I'm just doing my job. Oh, yes, I've heard that one before. When the cleaners took my Laura away, one of them turned to me and said precisely that. I never saw her again. Not even the body. It's like she never existed. I'm not like that. No? Oh, so you don't work for the corporation? The very same people who took everything I ever had? Just because they pay me, doesn't mean they owe me. Well, isn't that a pretty thought? You best get on with your duties, officer. I'm sure you have your hands full. So long, Mrs. Nader. Helena Novak, it is. Okay, also... Ich kann sehr gut verstehen, dass sie ihre Implantate. Hello? Anyone in there?
entfernen hat lassen. I'm with the KPD. Need to ask you some questions. Oh, and who's your friend? Friend? It's just me, ma'am. Oh, I have to go now. Alrighty. Was ist das hier? 108. Ey, wer wohnt denn hier? Ganz im Ernst. Hi. Diese, also, Alter. Das sind die Toiletten. Ja, toll. Hallo, Yonker. Ich bin Dr. Landis. Do you know why you're here? You look like a big marshmallow. Ah, yes, the suit. I'm afraid it's necessary. Do you know why? Because you're scared of me. Because you're scared of me? Hello, young man. I'm Dr. Landis. Do you know why you're here? You look like a big marshmallow. Ah, yes, the suit. I'm afraid it's necessary. Do you know why? Because you're scared of me. Hallo? Ich glaube, es hat gespeichert, aber hallo? What's the deal here? Rudi, was soll das? Alter. Komm mal klar. Lass du das hier folgen? Ich folge dir mal. Okay, ah ne, hier geht's weiter. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ich lauf einfach irgendwo lang. Dan Lazarski, KPD. Routine questioning. Daddy, who is it? Can he make the door open? When can we go out, Daddy? Shh. Go to your room, kids. Go play Runaway Galaxy. Let me talk to the man. Hello, officer. I'm Thaddeus Karski, head of the family. How can I help you? Everything all right in there? Did the lockdown spook the kids? Oh, no, we're fine. I do appreciate your concern, though. You sound very calm. You're not worried about a potential outbreak? Oh, that doesn't concern us, officer. Of course, I hope that's not the case, for the sake of the other tenants. What do you mean, it doesn't concern you? We're all clean of corruption. My wife, myself, and the little ones. Clean of... oh. You're Immaculates. Children of the Immaculate Birth, yes. You've heard of us. All good things, I hope. Depends on who you're talking to. The consensus seems to be crazy, but harmless. I see. And what is your own impression so far? Well, you're probably the least crazy person I've met today. Oh, well, I'm glad to hear that. I think. Well, I'd have to say... Was ist das?
No mods of any kind. That's quite a statement these days. Okay, habe ich mir fast gedacht. Is it really? Is having a neural connection to the web worth renouncing your humanity? Is a body held together with screws and wires really worth a corrupted soul? Some would say there are benefits. Certainly. I know our lives will be shorter and less comfortable. But it's a price we're willing to pay for experiencing the purity of our God-given bodies. Don't get me wrong. Not a big fan of implants, but I couldn't do what I do without them. Yes, you carry them within you. It wasn't really a choice, you know? Oh, but clearly it was. The world would be a better place if more people realized that. Nicht so überheblich. You're not gonna get preachy on me, are you now? I apologize, officer. That certainly wasn't my intent. How do you make a living, anyway? Not many jobs left that don't require some basic augmentation. We're a close-knit community, officer. We help each other out, as one should. Manchmal sieht man. Listen, have you seen anything questionable going on around ja, here? Gibt's schon den Punkt. Apart from the usual, you mean? The usual? Well, you know, this place isn't exactly a beacon of morality. Still, we mustn't judge. Most people mean well, they're just misguided. All right, if you say so, Mr. Karski. Godspeed, Officer Lazarski. Okay. Ich hoffe einfach, dass mich Rudi nicht mehr einschließt. Wäre sehr nett. Hi. 105 bis 110. Hallo? Ist eigentlich so 104, aber... Hallo? Interessiert das hier aber alles so sehr? Dan Lazarski, KPD. Is anyone in there? No! There's no one here! Did I not hear a pretty little girl just now? What, creepy. You okay? Your parents not home? No, just me. What's your name? Paulina. Ich will meinen Hasen zeigen. That's right. How old are you, Paulina? 34. 9, you silly. So you're all alone in there? Yes. Well, not really. I'm playing with Pieta. Your little sister? No. She's my friend, silly. From school? No! She's a special friend. Only I can see her. Ah, that kind of friend. I had an invisible friend, too, when I was your age. Called him Tom. Pieta thinks you're full of shit. Are you upset? Will you be all right? I'm scared. The lights went out. It's just a power outage. The building's not feeling well. No! Something is happening. I feel weird. Paulina. Stop it! I can't. It won't let me out. What's going on in there? 1074.
1074. Okay, ich würde sagen, das war gruselig und wir beenden die Folge jetzt hier mal. 30 Minuten ist eine gute Zeit und ja, ich denke mal, mit dem Code kommen wir hier weiter, oder? 1074. Let's give it a shot. Ich hätte gerne Speicherpunkt. Oh Gott. Ah. So, wir gucken uns den Raum der nächsten Folge an. Bin gespannt. Und ja, es wird so langsam, also die Stimmung wird immer so ein bisschen bedrückender und auch wenn wir jetzt quasi noch nicht so viel gemacht haben, ist es schon echt unangenehm, die Stimmung, oder? Also krass. Na gut. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, wenn also was ihr von der Folge haltet oder was ihr vom Spiel haltet. Und wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Folge Observer. Bis dahin, macht's auf jeden Fall gut. Tschüss!